So da, was geht Leute? Herzlich willkommen zu einem Call of Duty 4 Commentary. Ja, ihr habt endlich mal ein schönes Spiel hinkriegt. Ich hab's eigentlich die letzten paar Tage nicht wirklich gespielt, weil ich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, so viel Resident Evil 4 gespielt hab. Ich hab das Scheißspiel jetzt wirklich dreimal durchzockt. Und ich hab mir sogar überlegt, ob ich einen Speedrun davon machen soll. Einen kommentierten Speedrun, es ist halt ein Speedrun, weil wir die Cutscenes überspringen würden und das ganze Zeug. Aber das interessiert euch vielleicht nicht. Vielleicht wollt ihr das sehen als Halloween Special oder was, wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr das mal bringen? Aber hier zum Gameplay, und zwar renne ich hier rum mit der M40 A5. Ich hoffe, die heißt so, es tut mir so leid, falls da was nicht stimmt. Mit AKOG-Zielfernrohr. Meine Extras sind Munitionstaschen, glaube ich, heißt das halt, dass ich mehr Muni habe. Dann Spezialfeuerkraft, was sowieso eigentlich jeder beim Snipen nimmt. Und ruhige Hand, ja, das sind meine Perks. Hier am Anfang habe ich schon mal schön ein paar Kills gekriegt. Ich glaube, da bin ich auch zum Kampfhubschrauber kommen gleich mal. Es ist Ausgang 47-13 und es war sicher bei weitem die beste Runde, die ich jemals gehabt habe. Erst recht mit dem Sniper. Weil ich meine, ich habe meinen Kanalnamen, diese Snipe nicht umsonst. Ich spiele eigentlich meistens, wenn ich zocke, mit dem Sniper. Das Problem ist halt, dass ich die Gameplays meistens nicht hernehmen kann, weil ich meine, ich kann's, aber ich bin jetzt nicht so der Bringer. Ich finde echt, Snipen ist öfters schon richtig schwer. Ist recht, bei den alten Call of Duties war es noch viel schwerer als bei MW3. Und da, ich würde auch lieber solche Gameplays hernehmen, aber ich krieg halt nicht so schöne Scores hier. Ich habe eigentlich, bevor ich mit YouTube angefangen habe, also wo ich MW3 zockt habe, habe ich nur gesniped. Ich habe die ersten 7 Prestige nur gesniped. Und das Problem ist halt, ich habe nicht wirklich solche Scores gerissen. Ich habe in MW2 schon ein bisschen gesniped. In Black Ops ist es nicht wirklich gegangen. Ich habe in MW2 schon ein bisschen gesniped. In MW3 habe ich es dann wieder so richtig reingekriegt, irgendwie über die ersten 7 Prestige. Meine KD war voll für eins für den Arsch. Ich habe eine 0,7er KD gehabt, weil ich einfach nur die MSA benutzt habe. Weil Snipen, ich meine, Snipen ist wahrscheinlich das, was jedem am meisten Spaß macht, oder seien wir uns ehrlich. Und es ist halt, es gehört auch ein bisschen was dazu, dass man das dann trifft und alles und ja, keine Ahnung. Der Anfang war übrigens schön, dann habe ich wieder ein bisschen Scheiße drin und dann am Schluss geht es auch wieder ganz gut. Hab halt auch 3 Hubschrauber gekriegt, deswegen ist der Score so schön geworden. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. 47-13 ist schon ziemlich fett. Für meine Verhältnisse ist es auf jeden Fall fett, also ja. Bist aber mein. Und wie gesagt, das ist auch, glaube ich, erst das zweite Sniper-Gameplay auf meinem Kanal, kann es sein. Das erste war das, YouTube ist ein Kindergarten. Da war das mit der MSA, das ist erst das zweite Sniper-Gameplay auf meinem Kanal. Es ist meistens so, wenn ich ein Spiel zum Zocken anfange, wenn ich jetzt MW3 oder COD 4 spiele, bei Black Ops ist das nicht wirklich so relevant, mit dem Sniper rumzurennen, dann probiere ich mit dem Sniper ein schönes Gameplay hinzukriegen, weil meistens, wenn ich zocke, will ich halt natürlich auch ein Gameplay reißen, damit ich was zum Hochladen habe, ist klar, oder? Und dann funktioniert es einfach nicht, weil einfach irgendeine Scheiße immer passiert, dass ich von dem Charakter gekillt wird. Und dann werde ich einfach langsam so frustriert. Meistens läuft es sogar so ab, dass der Anfang ziemlich fett ist, dass ich da ein paar schöne Sniper-Kills kriege und der Rest ist dann die volle Scheiße. Der Rest ist dann echt die volle Scheiße und da wechsle ich dann halt meistens zum Maschinenpistolen oder Sturmgewehren oder was ihr halt immer in meinen Videos seht. Und mit den Dingen kriege ich dann Gameplay hin. So viel zu meinem Namen, das ist Snipe. Snipe kommt nicht von ungefähr. Das liegt daran, dass ich wirklich am liebsten snipe. Ich habe heute sogar wieder ein bisschen MW3 gespielt mit ein paar Kumpels. Natürlich nicht online, ich kann es echt nicht mehr online spielen, ich habe es euch schon mal gesagt. Ein bisschen privates Match wieder, ein bisschen mit der MSA snipen. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Das Ding ist halt, ich kann es echt nicht mehr online spielen. Ich habe so die Schnauze voll. Ich habe echt furchtbar die Schnauze voll. Ich kann das echt nicht mehr online spielen. Was einfach dran liegt, ich werde furchtbar frustriert und alles. Das stand bei dem ein. Das nächste Problem ist, das Gameplay ist ewig lang und ich weiß nicht, wie ich hier 10 Minuten kommentieren soll, Alter. Aber das bringen wir jetzt irgendwie über die Bühne. Und das nächste, was, da wollte ich doch noch irgendwas sagen. Ja genau, dann nehme ich halt einfach Sturmgewehr oder was für die Videos her. Aber ich finde auch selbst Sniper-Gameplays sind viel unterhaltsamer als mit den normalen Waffen, weil, seien wir es mal ehrlich, jeder Vollhorn kann mit der MP7 oder AC ein schönes Spiel hinkriegen. Da gehört jetzt nicht wirklich was dazu. Da bewundere ich das schon ein bisschen, wenn da wer mit dem Sniper ordentlich abgeht. Ich bin echt nicht der Beste, ich glaube, ihr seht hier meine Misses öfters. Ab und zu habe ich mal Glück gehabt. Ich habe aber in dem Spiel auch eine Viererleitung gehabt und ich kann es euch gar nicht sagen, wie viel das ausmacht. Oder es kommt mir nur so vor, aber jetzt mal ganz im Ernst, Alter. Ich spiele normalerweise COD 4 immer mit einer Dreierleitung, wenn so Mittag rum und an Feiertagen oder was weiß ich was, oder am Wochenende, weil ein paar mehr Leute online sind. Aber wenn ich so, keine Ahnung, an unchristlichen Zeiten mal wieder spiele hier um, keine Ahnung, 4 oder 5 Uhr in der Früh, dann habe ich eigentlich immer eine Zweileitung.
Und es macht so viel aus, ohne Scheiß. Ich meine, ich krieg ja Kills, die hätte ich mit einer Dreileitung nie gekriegt. Vielleicht, nee, Host würde ich nicht gehabt haben. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich sogar Host gehabt. Normalerweise, wenn ich eine Viererleitung habe, dann muss normal Host sein. Ja. Hier wieder schön verfehlt. Verfehlt. War jetzt eigentlich hier mein Triple Kill schon drin? Da habe ich nämlich mein Quad viel versaut. Oder kommt die erst? Hier werde ich übrigens richtig gierig auf meinen scheiß Hubschrauber und setze hier tausendmal das Ding ein. Und wie gesagt, ich finde so ein Sniper-Gameplay um einiges unterhaltsamer als mit den normalen Waffen. Wird wahrscheinlich auch jedem so gehen, oder? Keine Ahnung. Das ist mehr so mein Ding. Und zwar. Hört sich irgendwie französisch an. Und zwar, Jetzt habe ich da mein Französisch komplett rausgebracht. Wäre ich eigentlich hier ursprünglich ein Commentary drüber kommen, wie man bessere Commentaries macht. Werde ich aber in einem separaten Video machen, weil es einfach zu kurz gewesen wäre und ich hätte nicht alle Infos raushauen können. Weil mir haben schon ein paar Leute gefragt, was sie dort oder dort verbessern können. Also da wird die nächsten paar Tage ein Video hochkommen, wo ich euch wirklich Tipps gebe aus meiner Erfahrung hier in meinem YouTube-Leben. Aus meinem YouTube-Luxus, den ich hier lebe. So ein Bullshit. Wird die nächsten paar Tage kommen. Wir sind jetzt bei 299 Abonnenten, einer fehlt noch, dann haben wir mal 300. Das wäre schon mal schön. YouTube wird übrigens die letzten paar Tage öfters mal einfach meine Abonnenten gelöscht. Hat ungefähr 10 Abonnenten gelöscht die letzten paar Tage. Ich habe geglaubt, dass ich deabonniert werde, aber es hat sich dann rausgestellt, dass YouTube einfach mal durchlöscht. Aber das sind anscheinend sowieso Leute gewesen, die ihren Kanal nicht mehr verwendet haben. Also, halb so tragisch. Aber ich will halt mal über 300 kommen. Hätte mal, ja. Wird ja nicht sein. Die Frage ist, was machen wir als Special? Wir haben beim 100-Abo-Special damals Dragunov Live-Commentary gehabt. Das ist jetzt auch nicht sowas Besonderes, aber es war das 100-Abo-Special, weil ich nicht wirklich wusste, dass ich es machen soll. Außerdem ist von 100 auf 200 so schnell gegangen wegen meinem Terminal-Video, wegen dem wahrscheinlich die meisten Leute hier sind und wegen dem Chaos-Modus-Video, weil ich bei beiden einer der ersten war, der es hochgeladen hat. Wenn man, glaube ich, auf YouTube Chaos-Modus Deutsch sucht, ist meins das erste Video, wie bei Terminal. Ich bin verdammt schnell. Warte mal. Was machen wir jetzt bei 300? Das ist die Frage. Livestream ist ein bisschen scheiße, weil ich kann es irgendwie machen. Ich habe das Google Hangout, das kann ich nutzen, aber ich habe keinen Plan, wie der Scheiß funktioniert und das wäre wahrscheinlich eine komplette Katastrophe. Außerdem kann ich damit, glaube ich, nicht mal Spiele streamen, also ich meine, was zum Teufel. Ich will mich da auch nicht 2 Stunden lang vor die Kamera setzen und glücklich ausschauen. Was bei, also wir könnten es über Verbote LP machen, das Problem ist, es wäre dann halt wieder Minecraft oder was, was man in der Open Lobby macht und ich spiele kein Minecraft mehr. Ich spiele das nicht mehr. Ich habe das entschieden, wo ich Crash quittet habe bei Minecraft und das war glaube ich sogar während einer Aufnahme von Fabo. Seitdem spiele ich das Spiel nicht mehr. Und MW3, Open Lobby, also falls wir eine Open Lobby machen als 300 Abo Special, das ist halt scheiße, weil ich habe echt keinen Bock auf MW3. Ich kann das Spiel echt nicht mehr spielen. Es frustriert mich zu Tode und ich glaube, da warten wir eher auf Black Ops 2, da machen wir da mal schön Open Lobby. Kann man ein paar machen. Ist kein Problem, aber ich will echt nicht mehr am MB3. Ich will es echt nicht mehr. Was ich auf jeden Fall bei 300 machen werde oder was dann halt die nächsten paar Tage dann hochkommt, so um die 300 dauert noch ein bisschen, ist das Beste auf MB3, wo ich das Beste aus meinen ganzen MB3-Spielen hernehme. Und ja, und dann so eine Montage draus mache. Ich glaube, das wird ziemlich schön, hab schon angefangen, ist scheiß viel Arbeit, ich habe so viele Videos. Das wird so mein kleines Tribut an MW3, so eine kleine Verabschiedung von dem Spiel, weil es war schön mit ihm, aber wir müssen nach vorne blicken. Und Black Ops 2, ich kann es echt nicht mehr abwarten, ich will das scheiß Black Ops 2 haben, ich brauche das Ding. Unglaublich, ja, wie gesagt, wird dann eher Black Ops 2 Open Lobby sein. Ja, was ich noch schnell sagen will, ich krieg 1000 Einladungen, es geht mir furchtbar am Arsch, ich nehme keine Einladungen auf Xbox Live an. Ich weiß schon, ich verstehe auch, wenn ihr mal mit mir zocken wollt, aber Alter, das kann es nicht sein, ich spiele ganz normal, will meine Ruhe haben und ich krieg Einladungen die ganze Zeit. Ich meine, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber es nervt halt schon, ich will halt nicht immer als Offline-Anzeigen spielen. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich nie mit euch spielen will oder irgendwas, aber es ist halt schon ein bisschen Terror hier, wenn ich zu irgendwelchen Spielen eingeladen werde, ich nicht mehr spiele gerade. Oder heute ist mal wieder irgendwie auf einmal in die Party beitreten. Ich meine, das kann es doch nicht sein. Ihr kommt doch auch nicht zu irgendwem nach Hause und setzt euch in sein Wohnzimmer rein und scheißt immer auf den Küchentisch. Im Wohnzimmer. Das ist eine komische Wohnung, da steht der Küchentisch im Wohnzimmer. Das ist ein bisschen ghetto-mäßig. Aber wie dem auch sei, ich glaube, wir beenden das jetzt lieber mal. Weil das wird jetzt ziemlich ridikulos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.